Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie Blood Bowl. Wir sehen uns wieder in der DBBL in meinem Heimstadion, dem Stadion der Chaoszwerge Nothing But the Rain. Ja, das dritte Spiel der 11. Saison. Alle haben neu angefangen. Für diejenigen, die die vorherigen Spiele nicht gesehen haben, meine vorherigen Gegner sind ziemlich weggelackt worden, kann man so sagen. Also Suaron mit Vampiren und Lago Feldlauf mit den Waldelfen. Schauen wir mal, wie dieses Spiel so ist. Mein heutiger Gegner Karazuki mit seinen Pro-Elfen ist mein Nemesis, kann man so sagen. Letzte Saison das einzige Spiel gegen ihn verloren. Sowohl in der gemischten Ladder, die ich gespielt habe, als auch... ich glaube, da habe ich unentschieden gespielt. Naja gut, aber auf jeden Fall die einzige Niederlage, die ich mit meinen Waldelfen letzte Saison hingekriegt habe. Ja, dieser Hobgoblin hier hatte ein Level-Up. Der hat Guard. Was erwischt uns auf der anderen Seite? Zwei Pro-Elfen-Blitzer mit Dodge und ein Fänger mit Dodge. Und dazu noch ein Lino mit Stärke-Up. Ja... Spannend, spannend. Was habe ich gemacht? Ich habe mich dazu entschlossen, angreifen zu wollen. Karazuki hat... Was hat er denn gekauft? Ach nee, ich hatte Geld. Genau, ich hatte genau 90.000. Was habe ich mir gekauft? Sarg Mad Eye. Also Sarg Warnauge auf Deutsch. Das ist ein Zwerg. Chaoszwerg, der seinen Blocken-Skill vergessen hat und deswegen jetzt wundervoll eine Kanone hat, mit der er den Ball werfen kann. Und weil ich so schlau bin, vergesse ich ihn auch aufs Feld zu stellen. Herzlichen Glückwunsch, da ist der Kickoff. Ja, die Elfen können mit dem Ball nicht so, deswegen werfen die den gleich erstmal ins Aus. Ist schon komisch, naja. Gut, auf jeden Fall die 6 und dann ist er wahrscheinlich auch noch in die richtige Richtung gescattert. Ja. So. Dementsprechend Touchback. Ich kann auf dem Stärke 4 Spieler den Ball bringen, das ist schon mal gut. Der eine von hier hinten kommt nach vorne. Und dann fangen wir die wilde Fahrt an mit dem Blocken. Er hier als nächstes, dann kann ich mit ihm zurückblocken. Außer, ich kriege both down. Naja, dann ist es so. Zack, der nächste darf. Gut. Alle liegen am Boden, keiner ist verletzt, so muss das doch sein, oder? Geht so. Ich weiß nicht, ist das hier die starke Zwergenreihe? Wahrscheinlich. So, jetzt kann er hier erstmal blitzen. Schön da vorne rein, auf den Stärke 4 Jungen. Sind ja, haben ja alle nur Rüstung 7 und... Ah, endlich mal ein Rüstungsbrecher, hervorragend. So, und dann kann er hier dahin... Macht hier den Cage zu. Das hätte man auch vor dem Blitz machen können, aber naja, ist ja nichts passiert, ne? So. Und weil ich so blöd stehe, kann Karazuki mich jetzt hier schön umlaufen. Ich stehe da schön geknubbelt. Er nutzt auch seine Bewegung aus, um hier schön mich ein bisschen zu nerven. Er blitzt ohne Block, braucht er auch nicht, denn er würfelt einen Pau. Zack. Und der Hobgoblin auch Rüstung 7. Aber Rüstung 7 ist halt einfach die beste. Ja, dementsprechend, das gilt es eigentlich zu verhindern. Deswegen hier dieser Vorstoß auf der Seite, nur um den Stärke 4er, hat mir jetzt so ein bisschen schon die Position kaputt gemacht. Und das ist ja das, was ich lernen wollte. Mit AG4 wäre mir das jetzt hier egal, würde ich einfach in die Richtung rausdodgen. Aber mit AG2 muss der Blitz jetzt nach hinten und nicht nach vorne erfolgen. Deswegen hat Karazuki das da schon ganz... schlau auch gemacht. Ja, wenn ich ihn jetzt aufstehe, dann habe ich hier einen Dreiwürfelblock. Ich denke mir halt, okay, gut. Dann habe ich halt mal eine Runde kein Vorwärtsbewegung. Ich stehe eigentlich auch schon nicht schlecht. Die Bullen haben genug Bewegung. Hier kann ich mir einen Follow-up-Block generieren. Deswegen blitzen wir auf ihn. Wenn das nun Schieben gewesen wäre, hätte dieser Zwerg hier auch nochmal gedurft. Gut, so. Da vorne wollen wir alle mal so ein bisschen zustellen. So, jetzt können wir hier nochmal einmal blocken. Der darf dann nach da und dann ist es sowas ähnliches wie ein sicherer Cage.
Ja, selbst wenn er gestanden hätte, hätte er hier ja, also, na gut, wobei, das wäre ein Half-Die gewesen gratis. Naja, ist es auch immer noch. Ah ne, ist ein minus 3. Minus 3 im Moment, ja. Ja, war nicht so schön. War nicht so gut. Naja. Aber wenn Rüstung 7 nicht bricht, dann bricht die Rüstung 9. Wobei, was heißt nicht gebrochen? Das ist ja schon der zweite, den ich hier habe. Naja, aber da kommt der Blitz. Richtig schön hier. Zack. Auf die Nase. Erste Verletzung. Zack. Auf Seiten der Zwerge. Ja, ich denke mir halt auch, gut, ich brauche die Zwerge für die Defensive definitiv. Deswegen schauen wir mal. Wir spielen eigentlich 11 gegen 11. Jetzt bin ich im Angriff in Unterzahl. Ah ne, ich habe sogar 12 Spieler, genau. Ja, da ging es mir darum, dass ich in Turn 8 nicht den Mad-Eye aufstellen muss. Deswegen habe ich das halt auch getan. Gut, hier kann ich richtig schön da auch nochmal Follow-Up-Blocks generieren. Zack, ja, und endlich auch mal ein K.O. Endlich mal wieder 10 gegen 10 auf dem Feld. So, mein Plan ist jetzt hier auf die Seite zu gehen ein bisschen. Ich will nicht zu sehr auf die Seite, weil da kann er mich natürlich richtig schön einkesseln. Und je weiter ich in der Mitte stehe, desto besser ist es natürlich. Wichtig ist also jetzt hier in der Mitte trotz allem die Bewegung halt offen zu lassen. Ja, warum ich den jetzt hier freigelassen habe, weiß ich nicht. Ja, ich wollte ein bisschen breiter stehen. Immer noch die Kraft in die Richtung hier, auf der Karasuki da auch weiter ist, aber trotzdem noch die Möglichkeit, in die Richtung weiterzugehen. Ja, mit zwei stehenden Zwergen weniger ist natürlich blöd. Ich glaube, Arioso hat mal irgendwann gesagt, wenn auch ein Basher-Team kann in Rückstand geraten, wenn man based. So. Ich will das halt immer irgendwie nicht für, kann da irgendwie nicht so richtig dran glauben. Deswegen, naja, aber wenn man hier mit den Elfen based, eigentlich kann das nichts Gutes bedeuten. Aber es funktioniert. So, aber es sind immer noch 5 Züge, so langsam sind die Chaoszwerge nicht. Deswegen, jetzt kann er hier, wenn er natürlich nach da geht, hat der Zwerg da auch nochmal einen schönen Block, wo er dann nicht mehr an ihn ransteppen kann. Das war mir jetzt erstmal wichtig, der Cage ist vollständig, natürlich er hier vorne muss blocken. Jetzt muss er aber auch schnell wieder zurück. Ja, und dass er natürlich auch wieder gestunt ist, macht so ein bisschen meine Taktik, in die Richtung zu gehen, kaputt. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht gleich hier selber einen noch auf die Nase kriege. Das war ein ganz gefährlicher Block hier. Ja, und natürlich auch da geht die Rüstung nicht durch. Ja, der steht jetzt noch da, um ihn hier an der Bewegung zu hindern. Zack, hier richtig schön, Stärke 4 reingeschoben. Karasuki macht das hier halt echt gut. Also da wäre die Frage, ja genau, das macht eigentlich keinen Sinn, den da hinzustellen, hier unten. Genau. Und dann kann man hier unten auch nochmal einen One-Die-Pow würfeln. Warum auch nicht? Zack, Rüstungsbruchs, dann. Ja. Ja. So, und da stehe ich mit meinem Talente. So, und dann machen wir jetzt mal Pause. Er hier hat einen Half-Die. Er hier hat einen One-Die gegen ihn. Wenn er hier den One-Die schafft an die Richtung, kann ich mit dem Pow mich da befreien. One-Die-Pow, über das reden wir hier. Er hier hat auch nur einen One-Die gegen ihn, einen One-Die gegen ihn.
Er hier hat einen One Die gegen ihn, also so richtig. Deswegen überlege ich mir, gut, ich blitze ihn, da habe ich zwei Würfel, um ihn dann hier rüber zu haben und dann in der Hoffnung, jetzt mal Karasukis ganzes Gebäse mal irgendwie ein bisschen zu bestrafen. Ich finde das Spiel für ein Resurrection-Turnier sehr, sehr gut, aber gegen in einer Liga macht es, glaube ich, irgendwann dieses Team hier kaputt. Aber es macht mir natürlich Probleme in diesem Spiel, definitiv. So, da, One Die. So, dementsprechend, jetzt haben wir hier zwei Würfel, können ihn wegschieben. Und bei aller Liebe, jetzt ist immer noch hier, genau, zack, der nächste One Die Skull. Warum auch nicht? So, er ist noch nicht aufgestanden. Und da hat er jetzt hier zwei Würfel auf den Ball. Indem er ihn hier jetzt wegschiebt. Er muss nur einen Down haben. So, das hier die Frage, warum hat sich dieser Spieler hier bewegt? Das ist überhaupt nicht wichtig an der Stelle. Was ist wichtig an der Stelle? Dieser Block mit ihm auf ihn wegschieben. Wenn er Down geht, was er auf zwei Ergebnissen tut, habe ich hier einen Zwei-Würfel-Block auf ihn. Der Ball geht hier runter. Die hier haben nur Agi 2, die fangen den Ball eh nicht. Und dann kann er hier rüber weg. Der hier kann den Ball dann einfach aufnehmen oder er hier dodgt da raus, nimmt den Ball, passt zu ihm oder Handoff hier unten hin und der Ball ist weg. Deswegen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Da habe ich schon gedacht, ja gut, okay, alles gut, wenn er diesen Spieler hier jetzt unbedingt bewegen will. Wir sehen die Blocks, ja, so. Und da hat er sogar das Down gewürfelt. Hier hat er jetzt zwei Würfel auf den Ball. Und anstelle ihn dahin zu schieben, wo er mit diesem Spieler hier den nächsten, also wenn er hier Down geht, hat er da den nächsten Zwei-Würfel-Blitz. Habe ich nicht so ganz verstanden. Da bin ich hier in größter Bedrängnis und muss auch gestehen, so richtig weiß ich nicht, was ich falsch gemacht habe. Das ist mein großes Problem hier. Deswegen, da bin ich auch sehr unzufrieden mit mir und dieser Situation hier. Ja, da nimmt er jetzt noch einen Half-Die, rerollt den auch noch, anstelle hier oben den Two-Die zu rerollen. Ja, habe ich nicht so ganz nachvollzogen. Stehen zwei Spieler am Ball dran. Wenn der hier noch aufsteht, mache ich halt nichts mehr. Ne? Also ich hätte eher den Spieler hier rüber geschoben, um dann da nochmal ein 2D auf der Seite generieren zu können. Ich glaube, das wäre irgendwie ein bisschen sinnvoller gewesen. So. Ja, er kann nur geschoben werden, deswegen muss ich an der Stelle stehen bleiben. Da haben wir mal wieder einen Double Skull geworfen, also ja. So. Ja. Ich habe mir an der Stelle gesagt, gut, ich versuche das zu verteidigen. Ja, da haben wir nochmal ein 2D hier auf ihn. Der auch gerollt werden kann, aber ja, da scattert er eigentlich noch in die bestmögliche Richtung. Aber 4 plus kann der Ball aufgenommen werden. Karasuki überlegt kurz, ob er das macht. Entscheidet sich dann dafür, lieber den 4 plus als den 2 plus Dodge zu machen. Passt auch noch mit Nerves of Steel da unten raus. Und ja, der Ball ist weg, ne? Was willst du da machen? Ja, wenn er hier down geht, habe ich da noch die Möglichkeit, den
Bullen nach unten reinzubringen. Das hat zumindest geklappt, aber so, ja, nochmal eine Gratis-Casualty, die nicht geapothekert wird, dementsprechend immerhin mal irgendwas. Da habe ich drei Ergebnisse, die zu Boden bringen, deswegen wollte ich gerne einen Zwerg haben. Um überhaupt noch eine Chance zu haben, selber einen Touchdown machen zu können, muss er jetzt nach vorne. Ich hätte ja lieber den Bullen jetzt nach vorne gebracht. Aber ich habe eh keinen Reroll mehr, glaube ich, hier, genau. Ja. So, da. Und wohin mit meinem Talent? Tja. Also, gibt es irgendwo einen Safe Spot? Der hier hat Bewegung 4, 5, 6, 7, 8. Der lag am Boden. Also Bewegung 4, 5, 6, das ist schon die maximale Bewegung, die ich hätte machen können. Wenn ich nach da gegangen wäre, hätte er hier schon einen Gratis-Block gehabt auf ihn. Also da, ich hätte hier in der Reihe stehen können. Dann hätte nur er aufstehen müssen und er hätte hier dann 2D mit Block gegen mich gehabt. So ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber er hier kann mit einem einfachen 2 plus ihn hier taggen. Dann kann der da rum und dann sehen wir halt mal weiter. Aber es kann ja auch mal was schief gehen. Oh, da, der geht zu Boden. Demzufolge, wenn er nicht nachgegangen wäre, hätte er da jetzt schon durchblitzen können. Macht er aber nicht. Weil da erfolgt jetzt hier 2 plus. Alles gut, kann man auch nochmal einen Reroll machen. Der steht dran. Und das ist lieber ein One-Die-Blitz als ein 2D-Blitz. Ohne dass man den Ball aufnehmen kann. Naja. Ja, meiner steht noch. Ich habe irgendwie noch ein bisschen eine Chance, jetzt einen Touchdown zu machen. Der muss jetzt nach da. Ja, das klappt schon mal. Können wir ihn auch noch wegschieben? Ja, oh, genau. Das nächste Pau. Ja, unglaublich. So, wenn er hier jetzt ihn auch noch down kriegt. Ne, und da ist kein Down. So, zack. Aber der hätte stehen bleiben müssen. Der hier hätte aufstehen müssen schon längst. Naja. So, demzufolge, der 3 plus Dodge geht daneben. Stun, der Ball liegt richtig scheiße und ihr wisst schon, was kommt, ne? Ihr hört es an meiner Stimme. Ja, was soll ich sagen? Ich kann mich halt nicht zu verstellen. Ja, gucken wir mal, ob er hier ihn auch noch weg. Ja, so richtig habe ich den Blitz jetzt nicht verstanden, aber naja. 3 plus 2 plus 2 plus für einen 3 plus Pass und einen 2 plus Fangen, kein Thema. Touchdown. Ja. Ne? So schnell kann es gehen, wenn man selber keinen 3 plus Dodge hinkriegt. Naja. Ja, wir gucken mal. Ein K.O. von 2 kommt wieder. Und immerhin habe ich die Möglichkeit, hier jetzt Zach Mad Eye aufs Feld zu bringen, den ich die ganze erste Halbzeit vergessen habe. Da steht auch noch einer. Ja. Ja, Pro-Elfen sind die Meister des One-Turn-Touchdowns. Ich möchte sie, Two-Turn-Touchdowns, deswegen ich möchte die halt eher hier in der Mitte haben. Da kann ich sie schön umkesseln. Auch hier, ihr seht, die hier haben Bewegung bis zur Mitte. Deswegen, da geht einiges. Gucken wir mal. Deswegen habe ich mich jetzt für diese Aufstellung hier entschieden. Und was ist besser als 6 Zwergenblocker? Genau, 7 Zwergenblocker. Und einer davon auch noch mit Stärke 4. Das wäre auch im Angriff ganz gut gewesen. So, und zudem haben wir jetzt nochmal Perfect Defense. Das ist natürlich optimal. Ich klicke mal einmal weiter. Ich glaube,
war mir jetzt noch nicht so ganz sicher, wie ich mich stellen möchte. Ich bin noch immer wieder am Hin und Her überlegen. Will ich ihn wirklich auf Außen oder möchte ich ihn dann doch wieder in der Mitte? Ich klicke mal einmal weiter. Also, das habe ich einmal zu weit. Ist jetzt so geblieben? Glaube, ne? Genau, also Karasuki wird definitiv auf die Seite angreifen, weil da meine schwächere Seite ist. Ja, er hier, das hat schon mal gut geklappt. So. Warum der Blitz jetzt darüber kommt, verstehe ich nicht so ganz. Warum der überhaupt getaggt wird, verstehe ich nicht so ganz. Aber... naja. Gut, der Ball ist auf der Seite. Ziemlich gut eigentlich auch an der Stelle. Zack, er nimmt den Ball auf, da hat er ihn. Geht zwei Schritte zurück, wo ich dann hier mit ihm... ja, ich kann da ja nicht durchdutschen. Das sind ja keine Elfen. Aber, wie ihr hier seht, die sind surfbar. Und jetzt ist halt einfach die Frage, kriege ich das irgendwie ganz gut hin, dass ich die surfen kann? Er hier steht noch nicht in Touchdown-Reichweite. Ich darf nicht zu sehr overcommitten, aber... schön wäre es doch, wenn das so klappt. So, deswegen, ich hätte eher mit ihm hier blitzen sollen. Und zwar mit ihm hier dahin. Das wäre ein bisschen besser gewesen. Als das, was ich hier jetzt mache, denn... so ein bisschen verbaue ich mir die Position. Er hier hätte da hinblitzen müssen und nicht der... ja, jetzt gehe ich mit ihm hier auch noch in die Mitte. Ist irgendwie nicht so richtig gut. Naja, und da auch noch das Go for it hier. Zack. Und jetzt habe ich ihn gesurft. Ja, herzlichen Glückwunsch, ich habe ihn gesurft. Aber schaut mal, wie sehr ich hier auf der Seite stehe. Und das eigentlich... der eine blöde Zwerg hier hätte... ihn da vorne taggen können und dann hätte ich ein bisschen besser gestanden. Surf war für mich richtig, also, aber dass jetzt hier fünf Leute auf der Seite stehen, ist nicht ganz so richtig, zumal hier hinten auch kein einzig Schneller mehr da ist. Mit dem Sarg-Mett-Auge habe ich mir hier auch noch in weiteren Bewegungen vier Spieler hingestellt, naja. Nichtsdestotrotz bringt Karasuki bisher noch keinen in Touchdown-Reichweite. Er ist nicht in Touchdown-Reichweite, die beiden hier sind nicht in Touchdown-Reichweite. Das ist das, was ich jetzt gerade nicht so ganz verstehe. Wenn er jetzt das 2:0 macht, habe ich eigentlich verloren. Deswegen, jetzt knubbeln hier alle schön. Da auch nochmal ein tolles Foul. Ja, super. Schiri pfeift nicht. Ein 8-Plus-Foul. Finde ich irgendwie grenzwertig. Aber wenn der natürlich aufsteht, ist schlecht. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann ich irgendwie einen Tackle-Spieler an den Ball bringen? Und ja, ich bin gezwungen, hier jetzt zu basen. Der hier... ja, da wäre die Frage gewesen. Der hier hätte eher nach da gemusst, nach hier unten, um da das Durchdutschen zu verhindern. Ja, da jetzt an der Stelle, zack. Und jetzt kann ich hier oben rumgehen, um den von da hinten auch noch zu taggen. Wäre der down gegangen, wäre es eigentlich perfekt gewesen, hätte ich nämlich mich da auch noch hinstellen können. So kann ich jetzt den auch noch da hinten mit hinmachen, dass er hier nicht rausdodgen kann. So, zwei Spieler frei, deswegen, ja, das Foul war wichtig für Karasuki. Die wären nämlich nicht frei gewesen, wenn er hätte aufstehen können, aber ja, ist immer ein Risiko, ne? 8+. Wahrscheinlich hätte ich gefoult, wäre ich rausgeflogen beim ersten Foul. Und da blitzt er sich frei, Skull, Block, und trotzdem muss er jetzt hier noch irgendwie durch. Er muss da nur durch über den hier, ja, ich meine, da hat er ja seinen Dodge-Reroll, das hat geklappt, aber, weiß nicht, ihn hier hätte ich noch frei blocken können.
Und der Loner versucht es da auch noch durch, der hat es natürlich dann irgendwie nicht geschafft. So. Und das macht es natürlich für mich noch einfacher jetzt. Also, was habe ich vor? Ich will versuchen, ihn hier frei zu blocken. Schauen wir mal, dafür muss er jetzt down gehen. Ja, mal wieder ein Double Skull. Hat gut geklappt, oder? Mit dem, ja. Und damit geht der Reroll weg. Das ist richtig Banane. So, jetzt kommen auch die Verletzungen, aber das ist Statistik, hoffe ich. Also, irgendwie. Ja, hier müsste ich eigentlich jetzt ein Go for it gehen. Mit ihm nach da. Ganz wichtig. Und ich traue mich nicht, weil ich keinen Reroll mehr habe. So, er kann jetzt ihn frei blocken. Das hat schon mal gut geklappt. Da muss ich auch folgen, um die hier alle zu taggen. So. Und was mache ich jetzt da an der Stelle? Schaut euch das an. Ich will jetzt mit ihm hier, das sind zwei Go-For-Its, ihn zu blitzen. Das wollte ich unbedingt machen. Das liegt halt einfach daran, dass ich ihn dann nach da schubsen kann, hier zwei Spieler haben kann und deswegen war es so wichtig, dass er noch das Go-For-It geht. Aber ich habe mich nicht getraut, weil ich nicht geglaubt habe, dass diese Aktion überhaupt klappt. Weil damit hätte ich zumindest diese Runde den Touchdown einigermaßen verhindert und der Spieler hier steht auch so, dass er ihn überall abfangen konnte. Das heißt, danach hatte ich einen Tackle-Spieler, der ihn erreichen konnte. Genauso wie ihn hier oben. Naja, und da habe ich dann einfach am Ende gesagt, gut, dann nehme ich halt das Bose Down, wenn es halt so ist. Das habe ich hier gehabt, Schieben und Bose Down. Ja, mit Rüstung 9 kann man ja ruhig mal einen Bose Down gegen Rüstung 7 machen. Ja, so. Also, in dem Fall, jetzt ist es einfach. 3 plus 3 plus 2 plus, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ein Go for it muss er da noch machen. Er blockt auch gar nicht mehr, da sehen wir, da läuft er durch, die ganzen Sechsen, die da gefallen sind. Ja, aber ich fand die Verteidigung nicht schlecht, außer dass der erste ein Double Skull war. Das war Banane. Ich hätte auch versuchen können, mit dem 4 plus Dodge irgendwie den Bullzentauren da hinten rauszukriegen. Auch das wäre eine gute Variante gewesen, aber so halt nicht. Naja, schade. Perfect Defense hat natürlich einiges gemacht und an der Stelle, ja, der Sarg Mad-Eye fliegt vom Platz, ganz klar. Und es sind gar nicht mehr so viele Elfen da, weil die K.O.s nicht aufstehen. Also der Gesurfte bleibt draußen. So, und ja, da muss da jetzt für mich auch nochmal ein Touchdown drin sein, oder? So, schauen wir mal, da fliegt der Ball. Steinwurf und der eine ist mein Bullzentaure. Gucken wir mal. Seid ihr schon neugierig? Das ist noch das K.O., da geht er down und nur Stun. Das war eine 7, das war schon knapp wieder. Hm? Naja. So. Egal wie, zwei Verletzungen, haben beides Blocker gemacht, das war schon mal gut. Ich habe ja auch gesagt, dass ich diese Saison nicht so viel erwarte. Naja, mal sehen. Zack, ja, er kann jetzt wieder zurückblocken. Ja, verloren habe ich an der Stelle. Ich glaube, da können wir uns einig sein drüber. Ich meine, 5 Züge sind theoretisch noch 2 Touchdowns drin, aber wenn ich... Hier sind einfach noch zu viele gute Spieler da. Trotzdem können wir es ja probieren. Da war mir wichtig, einen Tackler an den Werfer ranzubringen. Da muss jetzt noch einer drunter. Genau, und er hier darf jetzt auch nochmal dahin. Achso, nee, muss ja gar nicht. Die können... Ja. Wie es ist, hier vorne habe ich jetzt die Tackle-Zonen aufgebaut, sodass ich hier hinten jetzt den Ball aufnehmen kann. Ja. Da möchte ich meinen letzten Reroll noch nicht finden. Achso, nee, er hat ja eh Ballgefühl. Genau, das war eine 2 und eine 1. Ja, da erfolgt jetzt der Blitz. Zack. Gut geklappt. Damit kann er da hinten hin. Kann der nächste blocken. Auch der geht down.
Jetzt kann er da hinten durch. Genau, richtig schön. Ja, da hätte ein Schieben auch hier gereicht, ne? Zu mal sehen. Aber er musste down gehen, um da... Naja. Ja, da vorne haben wir noch ein paar Spieler. So. Und jetzt blitzen wir mit Block Tackle auf Rüstung 7. Er geht down und lebt weiter. Ja, Ball 1-2, wieder nicht aufgehoben. Warum auch? Ne? Zwei Runden hintereinander den Ball nicht. Und damit, liebe Leute, kann ich's vergessen. Klar, oder? Jetzt geht's eher darum, ob ich nicht hier an der Stelle eher eine Niederlage hinkriege. Und dass hier die 1 kommt, ist mein großes Glück, denn hier, der war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in Touchdown-Reichweite. Mit 2 plus, 2 plus, 3 plus, 2 plus hätte er den Sieg einfahren können. Ja, das kann ich sagen, ich habe den Ball nicht genug gesichert. Schauen wir mal, ob er jetzt den Ball nimmt. Ich bringe hier hinten mal einen in Touchdown-Reichweite. Gucken wir mal, was so passiert. Blocken wir noch ein bisschen. Achso, er lag ja am Boden, ne? Ja. Aber er hat zumindest den Ball aufnehmen können. Da geht's hoch. Ja, hier war mir jetzt wichtig, den Weg da vorzubereiten, dass die Elfen da nicht hinkommen. Ja, damit hat er verhindert, dass er das 2-0 noch verteidigen kann. Dieser Spieler hier hätte da hingemusst. Dann hätte ich da eher einen One-Die genommen an der Stelle. Ja, aber kann man mal machen, ne? 4 plus, 3 plus, 2 plus, alles gut. Und dann steht er am Ball. Ja, er hier kann wieder da dran. Das hier ist der Junge in Touchdown-Reichweite, deswegen muss da einer dran. Ich habe noch zwei Züge. Splitzen wir uns hier hinten mal frei. Das hat gut geklappt. Warum auch immer ich ihn nicht nach da geblitzt habe. Ja, und nach vorne. Lauft, ihr Kleinen, lauft. Ja, der ist schon mal nicht in Touchdown-Reichweite. Deswegen brauche ich eine Ballübergabe. Er hier vorne kann nicht mehr getaggt werden, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er kommt nicht dran. Er hier ist der eigentlich. 4, 5, 6, 7, 8, ne. Ne. Gut. Nichtsdestotrotz, hier, er ist natürlich immer noch in Blitzreichweite, aber ich hoffe, dass der Cage ausreicht. Ja, aber wenn man hier natürlich einen Skull würfelt... Na. Geht er hier jetzt da dran und er steht auf, kann er sich durchblitzen und trotzdem noch da hinten an ihn dran. Der hier hinten, den habe ich nicht verstanden, das war Turn 16. Jetzt macht er sich auch noch den direkten Weg... Der hier hätte blitzen müssen. Und dann den da hinten taggen. Das hier ist ja Kokolores, was da jetzt passiert. Ja, ein Reroll habe ich noch, aber Verletzungen wären mir wichtiger. Hat nicht geklappt. Na gut. Machen wir noch einen schönen Blitz. Zack. Auch da nochmal ein Pau. Jetzt am Ende kommen die ganzen Paus. Zack. Wichtig ist, ich brauche auf jeden Fall einen dritten Reroll.
Das ist, denke ich, ganz klar. Und dann geht's los. Zack, 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 zack. Touchdown. Ja. Dr. Gaius Balta hat einen Touchdown gemacht. Das ist ja der Junge, der beim letzten Mal den MVP abgegriffen hat. Ja. Hurra! Da hauen die Zwerge in die Trommeln. So. Alles klar. Ich habe endlich einen guten MVP gekriegt, nämlich dieser Zwergenblocker hat einen MVP bekommen. Ich habe 16 Rüstungsbrecher gemacht. Ich habe hier insgesamt fast 50 Tackles. Auf Rüstung 7, mal von den beiden Blitzern abgesehen, die Rüstung 8 haben. Aber ja. Naja. Ihr habt das Spiel gesehen. Ich weiß nicht so richtig, was ich hätte anders machen sollen. Karasuki hat das gut gespielt. An einigen Stellen habe ich nicht ganz verstanden, was er da gemacht hat, aber konnte es halt auch nicht ausnutzen. So. Haben wir das gesehen. So, aber wir sind wieder up to date und haben deswegen hier 2 Level-Ups zu vergeben. Ich habe eine 1 gewürfelt bei den Winnings, also gerade so die 10.000, die ich gebrauchen konnte, bekommen. So, hier ist ein Normal. Da können wir uns einmal, weil die Hobgoblins sind ja keine gewöhnlichen Goblins, sie sind in, ich weiß nicht, die Geschichte der Reiki hat das irgendwann mal erklärt. Auf jeden Fall haben die hier in der Blood Bowl Welt nur allgemeinen Zugriff und keinen Geschicklichkeitszugriff. Deswegen kann man jetzt auswählen hier mit Blocken wäre gut. Das hier ist immer gut. Aber die Frage ist, ich spiele als nächstes gegen Halblinge, habe nur 11 Spieler. Ringen, auch das ist nett. Ja, muss man einfach mal so ein bisschen gucken. Ich denke, Blocken wird es werden. Einfach nur, um sicherere Blocks mit auf etwas schnelleren Spielern zu haben, da die beiden hier ja noch keine Lust hatten zu leveln. So, aber hier der Chaoszwerg-Blocker. Ich hoffe immer zuerst nicht unbedingt auf ein Double, deswegen der hier, der bekommt jetzt... Es gibt 2 Varianten, der erste kriegt Knochenbrecher, der zweite kriegt Guard. Das ist, ist jetzt einfach so. So, zack. Der Skill hier, Knochenbrecher, hilft mir gegen die Halblinge und hilft mir natürlich auch gegen die... Dunkelelfen, die es danach werden. Gut, ein Team-Reroll werde ich mir, denke ich, noch kaufen. Das sind dann nochmal 70.000 im Teamwert mehr. Plus hier den Normal sind wir insgesamt bei einem Teamwert von... Also 70, 90.000 mehr, 1.140. Und schaut mal hier, das nächste Team, die Halblinge, haben nur noch 670 im Teamwert. Das liegt daran, dass im Moment 2 Spieler fehlen, aber... Selbst dann hätte er nicht so viel mehr. Also da erwartet mich einiges. Ich gehe im Moment davon aus, dass es Deeproot wird, dass es der Halblingschef wird und plus X, sagen wir es mal so. Also Puggy oder Sarah, die dann da noch mit dabei sind. Also hat er einen Ballträger. Mal sehen. Also gegen Halblinge kann man sich, glaube ich, nur blamieren. Mal abwarten. Store spielt die nicht schlecht. Ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie das so wird. Na gut, ihr Lieben, schauen wir nochmal die Tabelle an. So sieht es da im Moment aus. Die anderen Chaos-Zwerge hier haben ein bisschen besser gestartet als ich, aber gegen die müssen wir auch noch ran. In dem Sinne, bis dahin, euer Jagul.